Hallo, herzlich willkommen bei SheLock und zurück zum Let's Play von The Long Dark. Erste Aktion heute, man hat mich in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht, dass JJ offenbar keine Socken trägt. Und das schon eine ganze Weile. Ich muss die, die ich anhatte, irgendwie aus Versehen kaputt gemacht haben. So, Wollsocken. Ich denke mal, Wollsocken sind wärmer als Baumwollsocken, nicht wahr? Bei 94% 09. Ja, okay, die sind besser. Ja, okay. Dann ziehen wir die jetzt auch mal an. Das geht ja gar nicht. Was habe ich mir dabei gedacht? Wahrscheinlich habe ich mir gar nichts dabei gedacht, weil ich es ja auch gar nicht gemerkt habe. Meisterleistung. Oh, und JJ hat Hunger. Haben wir hier noch was? Hört hier auch jemand? Ich höre hier irgendwie so ein... wie heißt das? Rückkopplung? Dachte ich. Vielleicht werde ich auch nur verrückt. Wir haben nicht mehr viel zu essen. Und wir können im Moment auch nicht rausjagen gehen, weil doofes Wetter ist. Aber der Tag ist noch jung. Ich hoffe mal, wir bekommen gleich noch Gelegenheit. So. Hier könnte ich natürlich noch eine Menge Holz kaputt machen, aber das kann ich ja auch nicht essen. Deshalb lasse ich das mal. Ich spiele jetzt mit dem letzten Update 2.98. Ich hoffe, ich denke dran, das zu aktualisieren in meiner Videobeschreibung. Ich werde jetzt aber noch nicht zum Wolfsberg gehen. Erstens will ich nicht schon wieder die Untersuchung des idyllischen Tals unterbrechen. Und zweitens weiß ich auch nicht, ob sich das recht lohnt, denn der Story-Modus steht ja vor der Tür. Also vielleicht, ne? Und ich habe gelesen in der Beschreibung des Wolfsberges, dass der wohl sehr herausfordernd sein soll. Und ob man dann dafür nicht, ob ich dann vielleicht nächstes Jahr nicht mal irgendwie eine kurze Episode mache mit einem neuen Spielstand. Aber ich wollte mal gucken, ob es hier irgendwelche Neuerungen gibt. Ich halte mich im Moment etwas fern aus dem Forum. Ich bin da jetzt seltener und lese mir weniger durch, weil ich mich nicht spoilern will. Aber da scheint schon mal nichts Neues dazugekommen zu sein. Ich will mich überraschen lassen, wisst ihr. Und deshalb informiere ich mich jetzt nicht so über den Wolfsberg. Ich habe halt nur in der Beschreibung gelesen, wenn man eine neue Sandbox startet, kann man den direkt wählen. Also der ist sofort unlocked. Keine Ahnung, warum man den nicht erst entdecken muss. Und der soll wohl wenig Unterschlupf bieten und sehr schwierig sein. Und ob man das dann nicht mal einmal so aus Spaß macht, dass man den dann direkt mit einem neuen Charakter versucht zu spielen, der dann überhaupt noch nicht richtig Feuer machen kann und gar nicht weiß, was er tut, keine Ausrüstung hat und mal gucken, wie viele Minuten der dann überlebt. So, ich lege mich noch mal ein paar Stündchen aufs Ohr, in der Hoffnung, dass dann Wetter besser ist. Und vielleicht ist ja dann auch mal dieses Reh da zu Ende getrocknet, da kann man unsere Schuhe reparieren. Ich habe das Gefühl, das Wetter wird eher schlechter. Okay, das dauert noch einen Moment. Okay, ja. Was können wir so machen? Ich glaube, ich repariere mal meine Axt. Ja, denen können wir nicht helfen im Moment. Und die sind eigentlich noch okay, die Sachen. Gut, dann gucken wir mal, ob wir alles da haben, um unsere Axt zu reparieren. Wir haben zwar noch eine Axt, die in Ordnung ist, aber wir müssen ja nicht alles kaputt gehen lassen. Nein, falsch. Tannenholz. Das brauche ich wahrscheinlich. Wir könnten echt super angeln gehen. Wenn ich mich nicht immer verlaufen würde und irgendwann mal die Fischerhütte finde. Da ist Metall. Sehr gut. Reicht einmal, oder? Da ist meine Axt. Wie? Ich habe doch... Schärfen, sonst stand da auch nur reparieren. Aber brauche ich da jetzt was anderes für? Schärffertigkeit 0? Wollt ihr mich jetzt fertig machen? Das ist jetzt natürlich mistig. Das ist ja fies. Sag mir nicht, ich kann jetzt auch mein Gewehr nicht mehr in Schuss halten damit. Wo ist eigentlich mein Gewehr? Habe ich das noch dabei?
Wo ist mein Gewehr? Da ist mein Gewehr. Ich meine, noch geht's ihm gut, aber... Tatsächlich. Oh, so ein Mist. Was mache ich denn jetzt? Ja, ich möchte mal bezweifeln, weil da liegt noch ein Nähset, dass das jetzt hier in diesem Spielstand irgendwo rumläuft. Rumläuft vor allen Dingen. Rumliegt. Denn hier habe ich ja, das ist ja alles automatisch schon gespawnt. Ich weiß nicht, ob ich eine Chance habe, dass das irgendwo nochmal zusätzlich zu dem Kram, der immer da war, gespawnt ist. Ich kann es eigentlich nur hoffen. Allerdings habe ich keine Ahnung, wo ich danach suchen sollte. Ich werde gleich mal in die... Was heißt gleich? Also wahrscheinlich dann in-game nächster Tag. Oh Mann, ich glaube, wir haben hier ein echtes Problem. Also in-game nächster Tag. Um einfach mal zu dieser Radiohütte da zu gehen, zum Sendeturm. Ja gut, im Kinderzimmer wird wohl keine, was auch immer, ja, Gewehrreinigung. Ich weiß gar nicht, womit reinigt man ein Gewehr? Ein Putzlappen? Wahrscheinlich besser nicht. Nee, dann können wir nur hoffen, dass wir nicht verhungern, bis wir... Sonst müssen wir noch doch schon zum Wolfsberg gehen. In der Hoffnung, dass sowas dann da rumliegt. Allerdings habe ich keine Ahnung, wo man den Wolfsberg findet. Denn ich habe mich ja nicht spoilern wollen. Ach du Mist. Ja, ich gehe erstmal schlafen. Was mache ich denn jetzt? Also ich kann jetzt nichts mehr reparieren im Moment. Meine Axt ist nicht reparierbar. Dafür brauche ich was zum Schärfen. Wahrscheinlich irgendwie ein Schleifstein oder so. Und mein Gewehr muss ich reinigen, statt es zu reparieren. Nein, bitte nicht zerlegen. Oder soll ich es mal zerlegen und ein neues machen? Besser, ne? Ich glaube, dann habe ich mehr davon. Oh, JJ ist am Verdursten. Das ist schlecht. Verdursten ist nie gut. Wollte ich nur mal gesagt haben, falls das jemand noch nicht wissen sollte. Oh, wir haben sehr viel Wasser. Ach, kommt, wir gehen in den Keller und machen uns neue Schuhe. Jetzt hat sie ja Socken an. Man kann sie auch ohne Schuhe durch den Schnee. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ja, wir gehen ja auch nicht lange. Zur Not übernachten wir im Keller. Also das finde ich jetzt ein bisschen unfair gegenüber Leuten mit dem alten Spielstand. Es sei denn, die Dinger spawnen tatsächlich irgendwo. Aber auch dann wäre es irgendwie schön zu wissen, wo... Wir wollten kein Lampenöl mehr, aber hier... Also hier ist jetzt schon mal nichts gespawnt. Ach doch, da, ein Wetzstein. Ah, sehr gut. Ich nehme mal an, mit einem Wetzstein kann ich aber kein Gewehr reparieren, ne? Nein, schade eigentlich. Schuhe wollte ich machen. Genau. Nochmal mal was trinken. Oh Mann, wir werden sowas von verhungern hier. Schlinge, Schlinge, Schlinge. Och nee, jetzt habe ich nicht genug Darm. Vier da. Och Mensch. Oh, jetzt wollen sie mich aber auch ärgern. Ich fühle mich gemobbt von dem Spiel. Ich bin gemobbt und frustriert. Beziehungsweise ich fühle mich gemobbt. Das kann ja ganz individuell sein. Irgendwer hat mir mal eine Definition von Mobbing. Es müssen mehrere Personen beteiligt sein. Natürlich, derjenige muss sich auch gemobbt fühlen, das Opfer. Und es muss länger als ein halbes Jahr gehen. Finde ich schon hart. Ich finde, wenn man mich 2 Monate lang piesackt, ist das schon Mobbing genug. Ich meine, das wäre ja sonst ein Freifahrtschein. Wenn ich es nicht zu lange mache, darf ich meine Kollegen behandeln, wie ich will. Ich muss dann nur immer mal Pause machen, in der Zeit jemand anderen tyrannisieren, dann geht das schon. Nein. Ja. Ach so, ich hätte die Zeit anstellen sollen, nicht wahr? Ja, das wäre nützlich gewesen.
Und meine Schuhe, da. So, machen wir mal. Machen wir mal 8. Ach, Mist, jetzt verhungert sie mir jetzt schon. Ach, mal gucken, wie lange sie das durchhält. Das geht ja recht langsam rund. Okay, jetzt verdurstet sie auch noch. Das muss ja nicht sein. Iss mal ein paar kalte Bohnen, das tut gut. Denke ich. Dann muss ich erstmal ein bisschen schlafen. Morgen sieht die Welt gleich ganz anders aus. Ach, Menno. Ja, im Moment läuft das nicht so super. Ich kann meinen Schlafsack nicht sehen. Hallo? Muss ich doch mal kurz Licht anmachen. Hallo? Ich will was sehen. Oh, ich habe versucht, den Schlafsack auf die Werkbank zu legen. Das geht natürlich auch nicht besonders gut. Machen wir mal 4 Stunden. Und dann muss ich mir was einfallen lassen. Ich glaube, ich habe jetzt noch ein bisschen Limo oben im Kühlschrank. Und danach sind wir auch pleite, in Anführungsstrichen. Wenn man das so sagen kann. Ah, trink mal ein Käffchen. Das sind noch mal ein paar Kalorien. Wie lange brauchen wir denn noch für unsere blöden Schuhe? 4 Stunden. Im Ernst? Warum verbrauche ich nicht knapp 400 Kalorien in 4 Stunden? Das würde mich echt mal interessieren. Mann, Mann, Mann. So, anziehen. Ich würde ja sagen, wie neu, aber das trifft es nicht ganz, denn sie sind ja neu. So. Jetzt ist eigentlich ganz schönes Wetter. Hör auf, überall gegenzulaufen. Entschuldigt, dass ich so schlecht gelaunt bin, aber irgendwie fühle ich mich gerade echt ein bisschen veräppelt. Oh, das ist gar keine Limo. Das sind mehr Bohnen. Und ich muss jetzt jagen gehen. Ja, und diesmal nehme ich, glaube ich, auch nicht meinen Bogen, sondern meine Knarre mit. Vielleicht finde ich einen Wolf, der mir ein Reh erlegt. Das wäre ganz hilfreich. Dann muss ich das nicht tun. Oder der Bär läuft mir nochmal vor die Flinte. Aber die letzten Versuche, einen Bären zu erlegen, waren ja nicht so erfolgreich. Ach komm, mach alle, was soll's. Was wir haben, haben wir. Jemand merkte mal ganz richtig in den Kommentaren an, es macht ja keinen Sinn, den Charakter hungern zu lassen. Was sie gegessen hat, wiegt nichts. Und ob sie die Kalorien jetzt oder später zu sich nimmt, ist für die Gesamtbilanz eigentlich wurscht. Das werde ich irgendwann auch durchaus brauchen. Achso, hier habe ich mein Gewehr reingepackt. Das ich nicht mehr reparieren kann im Moment. Das ist nicht gut. Da sind Rehe. Ah, wir könnten ja nochmal einen Blick in unsere Hasenfallen werfen. Ich fange schon wieder an zu rennen. Die guten Vorsätze sind schnell dahin. Hatte ich die Hasenfallen nicht umgestellt? Ich hatte doch eine mal testweise hier rübergebracht, oder? Ich meine. Ach, guck mal, das sieht gut aus. Ich glaube, da liegt ein Hase drin. Und los. Wenn noch 7 Stunden Tageslicht über sind, dürfte eigentlich gerade nicht so kalt sein. So, das scheint kein schlechter Platz zu sein. Wo ist sie? Da. Also stellen wir sie direkt mal wieder hin. In der Hoffnung, dass der Hasenkadaver keine Warnung für die anderen Hasen darstellt. Und hör auf zu rennen! Ich brauche wirklich so einen Elektroschocker auf meiner Shift-Taste. Bzzzt. Negative Sanktionen sind immer noch eine super Sache.
gut. Hier habe ich doch gerade irgendwo Rehe gesehen. Das ist ein Auto. Das kann ich nicht essen. Sehen die Rehe irgendwie anders aus? So wie auch immer sie aussehen. Jetzt muss ich rennen, denn ich will sie ja zu dem Wolf da hinten scheuchen. Ne, die haben jetzt irgendwie eine andere Farbgebung, oder täusche ich mich? Ich hoffe, ihre KI hat sich ansonsten nicht großartig verändert. Du siehst den Wolf da hinten? Da sollst du hingehen. Nee, nicht die Hasen jagen, Wölfchen. Das Reh. Ach, so ein dummer Wolf. Jetzt ist er mit dem Hasen beschäftigt, ne? Jetzt will er das Reh bestimmt nicht. Was macht das Reh? Ah! Ist da jetzt keine Patrone mehr drin? Oh, jetzt ist es weg, blöder Wolf. Na gut, dann esse ich dich und die Hasen, die du erlegt hast. Ich hoffe, du hast ein bisschen Hase für mich übergelassen. Humpelt der? Ach nee, der. Och, komm schon! Das ist gemein. Ihr seid alle fies. Toll. 700 Gramm Fleisch hat er mir übergelassen. Dieser Ego-Wolf. Mag euch nicht. Ach, jetzt kommst du an, ja? Na komm her! Blöd, Mann. Na gut, besser als gar kein Fleisch. Aber bei dem gesunden Appetit, den JJ hat, kommen wir damit gerade mal über diesen Tag. Das wiederum heißt, wir können nicht sagen, dass wir gerettet sind. Oh, und müde ist er auch. Na, dann müssen wir jetzt mal zurück zur Farm. Wird auch langsam dunkel. Und sie wird müde. Aber ich wollte noch mal gucken, der Lauf der Waffe sah jetzt irgendwie anders aus. Ach so, so ein Dings. Oh, es wackelt aber. Vielleicht hat das was mit der Müdigkeit zu tun? Sie ist ja schon müde. So ein Gewehr ist ja auch schwer. Fällt wahrscheinlich dann schwerer, es gerade zu halten, wenn man eh schon erschöpft ist. Ich bin mal sehr gespannt. Der Story-Modus, da habe ich ja jetzt einen Trailer gesehen. Eigentlich wollte ich ja... Ach so, weil sie müde ist, kann sie nicht mehr rennen. Also ich will mich nicht zu sehr spoilern, aber ich habe gelesen, dass man zwei spielbare Charaktere hat. Wobei ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob man am Anfang wählt. Zwischen Dr. Astrid irgendwas und Will McKenzie. Oder ob man immer abwechselnd die beiden spielt. Letzteres wäre natürlich sinnvoll, als dass ich schon mir vorstellen könnte, dass Dr. Astrid, wie auch immer, andere Fähigkeiten hat als ein Buschpilot. Wenn sie einfach nur die Alternative zwischen männlich und weiblich wären, dann hätten sie ja wahrscheinlich die gleichen Fähigkeiten. Jetzt hier in der Sandbox, die Auswahl macht ja keinen Unterschied, was die Fähigkeiten angeht. Ich fände es ja eigentlich wirklich nicht schlecht, wenn man unterschiedliche Möglichkeiten hätte, den Charakter ein bisschen zu gestalten. Also, oder zwischen verschiedenen Charakteren mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen wählen könnte. Das fände ich nicht schlecht. Na, was weiß ich, der eine kann ein bisschen schneller rennen. Dafür ist er nicht ganz so stark, also kann weniger Gepäck mit sich rumschleppen. Dann hat der Nächste vielleicht eine geringere Chance, sich eine Vergiftung zu holen, einfach weil er ein bisschen resistenter ist. Also kann mehr gammeliges Fleisch essen, bevor er sich irgendwie eine Lebensmittelvergiftung zuzieht. Und dafür ist er dann, keine Ahnung, was weiß ich,
So ein Vorteil-Nachteil-Dings fände ich halt nicht schlecht. Kann man das so ein bisschen rumprobieren. So. Ach komm, wir haben jetzt hier keine Zeit. JJ ist müde und hungrig. Rohes Kanickel. So, ich hoffe wirklich, dass wir am nächsten Tag eine Möglichkeit kriegen, unsere Vorräte ein bisschen mehr aufzustocken. Zumal ich ja eigentlich auch noch Vorräte in die Scheune bringen möchte. Vielleicht schnappe ich mir einfach morgen früh diese Vorräte jetzt hier, also dass ich die gar nicht verpacke, sondern einfach direkt damit zur Scheune laufe. Ja, das sollte ich machen. Und dann in der Scheune selber mich nochmal einrichten. Und dann von da aus jagen. Da läuft ja auch ein Bär rum. Vielleicht habe ich ja... ich sollte das kein. Vielleicht habe ich ja Glück und kann den Bären erschießen. Dann hätte ich wirklich erstmal ziemlich viel Fleisch in der Scheune. Und dann arbeiten wir uns weiter vor. Vielleicht finde ich ja in der Scheune irgendwas fürs Gewehr. Ich hoffe es. Okay. Ja, ein bisschen was von ihrem Fleisch muss sie. Das ist gar nichts. Ich wette, der hat das morgen früh schon wieder alles aufgefuttert. Kann man doch nichts mit zur Scheune nehmen. Guckt euch das mal an, was die für einen Hunger hat. Kiloweise Fleisch zieht das Mädel sich rein. So, unsere Fackel könnten wir mal nachfüllen. Dann sehen wir auch wieder besser im Dunkeln. Jetzt habe ich Streichholz angezündet. Wie doof. Egal. Jetzt können wir es auch benutzen. So, da ich jetzt eine ganze Nacht lang schlafe, werde ich das dann auch mal wieder rausschnibbeln. Nachdem ich was getrunken habe. So viel Zeit muss sein. Ich fühle mich im Moment wirklich in die Ecke gedrängt. Wir sehen uns gleich. So, guten Morgen. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Ich guck mal, was ich so schleppen kann. Scheinbar gar nichts mehr. Achso, ich trage ziemlich viele Wolfspelze. Den frischen können wir eigentlich auch hier lassen. Ach Mist, die hätte ich schon mal auf den Boden legen können. Ach, wie ärgerlich. Das ist ein echt blödes Wetter jetzt zum Reisen. Wenn wir jetzt doch länger in der Scheune festsitzen, will ich ein bisschen was mitnehmen. Lag hier noch irgendwas Pelziges? Ah ja, sehr gut. Dann nehmen wir mal die bessere Axt mit. Den Wetzstein dürften wir noch im Gepäck haben. Die nehmen wir mit. Brecheisen. Wo ist meine Laterne? Da. Und dann nehmen wir auch mal die bessere Laterne mit. Da scheint auch noch mehr an Dings drin zu sein. Ach ja, ich weiß nicht. Nehmen wir die Angeln mit. Wer weiß, worauf wir stoßen. Ja, wir gehen erstmal. Die Scheune ist ja nicht so weit weg. Können wir nochmal zurückkommen. Ja, also ich habe jetzt doch Hoffnung, dass wir irgendwo was zum Gewehrreinigen finden. Denn dieser Wetzstein, der lag definitiv früher nicht in diesem Keller. Also tauchen offenbar noch Gegenstände auch auf in Gebäuden, die man schon durchsucht hat. So, wer weiß, was hinter dem Hügel auf uns wartet. Bewaffnen wir uns mal. Jetzt renne ich übrigens mit Absicht wegen des mistigen Wetters. Wenn wir in der Scheune angekommen sind, können wir uns ja mal einmal ausruhen. Und ich muss aufhören, beim Schießen so nervös zu sein. Lieber ein Sekündchen später schießen und dann treffen. Für dich habe ich jetzt eigentlich keine Zeit, Wolf. Vor allen Dingen habe ich für dich keine Patronen mehr über.
Also ich habe schon noch Patronen, aber. Also wenn der Ärger sucht, dann müssen wir ihn händisch betteln. Ich hoffe, die sind nicht tougher geworden mit dem Update. Hier ist mir ja neulich tatsächlich mal so ein Alpha-Wolf begegnet, der ja absolut nicht flüchten wollte. Und der ist dann auch, zumindest habe ich seine Leiche nicht gefunden. Also der hat die Begegnung mit JJ unbeschadet überstanden. Das können nicht viele Wölfe von sich behaupten, dass sie sich mit JJ angelegt haben und am Ende des Tages davon berichten konnten. Wo ist er denn? Huch. Nein, keine Sorge, das waren keine fliegenden Wölfe. Hä? Hat er mich nicht gerade angebellt? Wo ist er denn hin? Hat sich jetzt auf die Lauer gelegt? Ich glaube ja nicht, dass ich Angst vor dir habe. Du gehst mir höchstens ein bisschen auf die Nerven. Kann man mit den Dingern jetzt irgendwas machen? Nein, ich wüsste auch nicht was. Ich würde sie gerne zum Spaß anzünden. Na, das wäre natürlich cool, wenn man dann hier quasi einfach ein Lagerfeuer machen könnte, so nebenbei. Falls man gerade einen Wolf zu Tode geprügelt hat. Dass er nicht sehr brutal ist. Wo ist der hin? Hat er sich unsichtbar gemacht? Wieder die Hundini-Nummer. Okay. Nein, hier ist jetzt tatsächlich niemand zu sehen. Okay. Macht mir gar nichts aus. Ich habe ja nicht geplant, hier irgendwelche Tiere zu schießen oder zu erlegen auf andere Weise. Das war überhaupt nicht der Plan. Ich wollte von Luft und Liebe und schmutzigem Schnee leben. Was ist das da? Ist das eine Zielscheibe? Kann ich zielen üben? Das ist ja cool. Hä? Mit ein paar Vorräten im Rücken würde ich mir diese Mußestunden wohl auch gönnen. Metall. Weiß nicht, ob ich das immer übersehen habe. So, hier liegt jetzt auf jeden Fall nichts Neues drin. Okay. Ja, mir keine Probleme. Ah ja, noch ein Wetzstein. Sind die eigentlich schwer? Gut, das hatte ich hier beim letzten Mal liegen lassen. Ein bisschen Wasser haben wir hier. Das ist schon mal ein guter Startpunkt. Ich durchsuche die Scheune jetzt nochmal komplett, als wäre sie ein neuer Innenbereich. So viel Zeit muss sein. Hier habe ich nichts zurückgelassen. Gut, ich bezweifle, dass im Auto irgendwas Neues liegt. Was habe ich denn da noch drin? Nichts, was ich jetzt irgendwie gebrauchen könnte. Danke auch. Was habe ich hier drin? Eine Bügelsäge. Ganz viel Fleisch. Yay, cool. Stimmt, das habe ich aber beim letzten Mal hier liegen lassen. Das war gut von mir. Okay, vielleicht müssen wir doch nicht sterben. Jedenfalls nicht so bald. Ein Buch? Man kann sie scheinbar immer noch nicht lesen, die Bücher. Schade. Nee, okay, hier ist jetzt nichts Interessantes für uns. Und so, welches Fleisch ist denn... Das ist schon etwas angeschlagener. Gut, dann essen wir jetzt was, ruhen uns ein bisschen aus und dann gucken wir uns mal um, ob wir draußen nicht noch ein paar mehr Vorräte erlegen können. Und ich sollte das Wolfspelz, das Wolfsfell noch verpacken. Das müssen wir jetzt nicht auch noch mit uns rumschleppen. Medizinische Vorräte habe ich jetzt gar keine zusätzlichen mitgenommen. Was wollte ich denn jetzt ablegen? Brauche ich auch nur einen Moment? Das brauche ich jetzt scheinbar ja nicht mehr. Oder kann ich das noch... Ich schätze mal, fürs Messer brauche ich auch einen Wetzstein. Ne? Kann ich ja direkt mal ausprobieren.
Aktionen schärfen, ja. Zustandsverbesserung 2. Ach so, das steigt mit meiner Schärffähigkeit. Das ist ja witzig. Und macht ein fieses Geräusch. Ich gehöre auch zu denjenigen, die das nicht haben können, wenn irgendwie mit einem Metalllöffel Metalltopf ausgekratzt wird. Da kann ich überhaupt nicht haben. Dieses Geräusch finde ich ganz furchtbar. Nicht gut. Ja, leg einfach auf den Boden. Ist zwar schon getrocknet, aber wen juckt's? Das geht ja auch nicht kaputt. So, Wasser tragen wir auch noch recht schwer dran. Wenn wir jetzt auf große Fahrt gehen. Naja, eigentlich gehen wir nicht wirklich auf große Fahrt. Aber wir schauen uns mal ein bisschen um. Vielleicht läuft uns ja ein Reh oder ein Wolf vor die Flinte oder ein Bär. Der Bär möge dann aber bitte stillhalten. Gut, das Reh auch. Aber das Gute am Reh ist ja... Okay, vielleicht gucke ich doch mal. So, ist das da, was ich da gemacht habe? Dann wäre es ein ganz guter Schuss, aber die Löcher waren ja vorher schon drin. Hätte ich vielleicht vorher mal gucken sollen. Da ist ein Wolf. Das mache ich jetzt aber nicht mit meinem Gewehr. Na du? Irgendein Reh, das ich in deine Richtung hetzen kann? Nö. Na gut. Komm, Wolfi, Wolfi. Wolfi, Wolfi. Na, willst du dich mit mir anlegen? Ich hoffe, du bist nicht gefährlicher geworden mit dem Update. Yay! Ha! Take that. Hey, wo willst du hin? Nee, falsch. Erste Hilfe will ich machen. So, und jetzt lauf nicht zu weit weg, bitte, ja? Warum flackert das so? Ich glaube, ich habe ja eine Bildstörung. Kann allerdings, also muss nicht unbedingt am Spiel liegen. Ich habe heute tatsächlich einen Rekord aufgestellt. Und zwar im Bitte-Sagen. Irgendwie Windows wollte nicht mehr hochfahren und die Systemwiederherstellung funktionierte nicht. Ich habe dann zum Glück noch einen Systemwiederherstellungspunkt, einen automatischen gefunden, der funktionierte. Aber das war dann meine letzte Chance und ich saß wirklich in betender Haltung vorm Computer und sagte bitte, 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 bestimmt an die 40.000 Mal. Und irgendwer oder irgendwas hat mich gehört. Du läufst ja immer noch. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Oder bist du jemand anders? Also die Blutspur führt schon zu dir. Ey! Hatten Wölfe nicht mal eine Lebensleiste? Jetzt halt doch mal still! Ich will dich essen! Oh, so wird das nichts. Ah gut, ich habe noch genug Schmerzmittel. Das muss ich, wenn ich irgendwann einen neuen Spielstand anlege, tatsächlich bedenken, dass ich am Anfang nicht so viele medizinische Vorräte habe. Da sollte ich etwas vorsichtiger sein. Ich weiß auch nicht, ob mit dem Update immer noch diese Schutzfunktion für neue Spielercharaktere drin ist, dass die Wölfe nicht sofort auftauchen, sondern erst nach ein paar Ingame-Tagen. Ich glaube, 3 waren es. Mein Gott, wie weit kann der denn noch laufen, Leute? Jetzt jage ich hier für 3 Kilo Fleisch über das ganze Feld. Ich glaube, den bringe ich dann besser erstmal wieder in die Farm und gar ihn da, damit ich... Das ist irgendwie nicht gut, dieses Flackern. Ich hoffe jetzt fast, dass es am Spiel liegt und nicht an meinem Computer. Der soll mich bloß nicht im Stich lassen, so kurz vor Jahresende kann ich das echt nicht gebrauchen. Okay, wann kann man schon gebrauchen, dass der Computer einen im Stich lässt? So, ich mache jetzt hier mal einen Schnitt. Ich komme hier gerade eh nicht hoch. Und wir machen dann beim nächsten Mal direkt nahtlos weiter. Vielleicht, wenn ich diese Schneewehe... Ah ja.
Wie gesagt, wir machen dann direkt nahtlos weiter hier an der Stelle. Die Jagd nach dem Wolf. Ich glaube, wir grillen den dann nicht auf der Farm und holen uns da erstmal nochmal aus. Ich danke euch für eure Zeit. Passt bitte gut auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!